I have done now perhaps maybe, you know, 7 or 8 productions of Trovatore. Meine erste Azucena habe ich vor ziemlich genau 10 Jahren in Innsbruck gesungen. Das ist, singe ich zum zweiten Mal, aber die erste war schon vor 2 Jahren. Ich glaube, diese Produktion für mich als Graf Luna vielleicht 5. oder 6. Aber ich habe noch 16 Rollen von Verdi. Er hat so viele schöne Sachen komponiert, ja, Gott sei Dank. Ich freue mich immer auf die Musik, egal welche Inszenierung. Also unsere Inszenierung momentan ist sehr schön und gefällt mir auch natürlich schon. Aber ja, die Musik ist einfach Magie für mich. Und bei Verdi kommt noch diese Leidenschaft ganz groß und ja. Und ein schöner Tod. Ich bin immer. Ich muss mich entweder umbringen oder immer sterben. Egal wie, ich sterbe fast immer. Ich kann ehrlich sagen, dass Graf Luna ist nicht nur ein böser Mann, sondern ein romantischer Mann. Ich kann so sagen, ja. Das Spannende an Azucena ist, dass es musikalisch zwischen Dramatik und Lyrik immer hin und her geht, dass immer wieder kantable Phrasen sind, immer wieder zurückgeht ins Piano, Pianissimo und dann kommen diese Ausbrüche. Und die Figur ist natürlich unglaublich spannend zu spielen. Die hat also so eine große Menschlichkeit und Verzweiflung. Das ist natürlich für einen Darsteller ein Traum. I do find the ending to be different. At this point, Manrico has become sort of an animal. They have removed, he's very gory. They've cut his fingers. They have slashed open his forehead. And he's bleeding. And he is not the romantic troubadour that Leonora remembers him from Act One, who would come to her bedroom in the middle of the night and they would make passionate love with each other. And at this point, I think Manrico has completely given up on life and has decided that it's not possible for him to be what she remembered him to be ever again.